Und wenn da mal eine Folge kommt, ganz zufällig gerendert, in der ich nicht sterbe, dann kommt Alex Stück nicht Nummer 1. Ich glaube, ich weiß, wovon du meintest, das hier ist ein Nest, aber hier ist nur einer gewesen. Ja, ich habe die restlichen schon umgebracht. Ich weiß nicht, was das hier für ein komisches Zeug ist, was hier rumliegt. Okay, noch 700. Ach, nur? Ja. Vorher waren es 1600, da bin ich über 700 schon froh. Ja, die ersten 700 geht's ja. Achso, das ist das andere Seite vom Nest oder sowas. Wir haben hier echt zweimal Amethysten übersehen. Ja, die sind nicht so deutlich zu sehen, finde ich. Auf dem Runterweg, aber die kann ich jetzt nicht abbauen, weil ich ja keinen Hook mehr habe. Er springt halt echt an allem vorbei in den Tod. Wahr sein, wahr. Kann und darf alles nicht wahr sein. Super, jetzt wartet hier so ein Marienkäfer auf mich, der erstmal 37 Damage macht. So, du meinst den roten. Ja, super, jetzt haben wir hier einen geraden Gang runtergebaut, da kann ich nicht mehr hoch. Achso, wo bist denn du? Moment. Help, kannst nicht mehr hoch? Also nicht mehr runter halt. Egal, ich baue mich runter. Ja! Wow, gut, dass ich noch eine Cloud in der Bottle hab. Ich höre dich ja schon. Wir sind bloß noch 300 Feet weg. Ja. Ich krieg's gerade nicht geschissen, hier hochzukommen. Trotz Hook. Und Cloud in der Bottle. Ja gut, die habe ich in dem Moment gar nicht benutzt, aber trotzdem. So. Komm. Ja, ja. Schaffst es. Yay! Wuhu! Tralala! Yay! Auf ein neues! Ah. Sterben! Yay! So, wo bin ich runtergejumpt? Achso. Wie konnte ich da sterben? Du bist durch alles durchgefallen. Du bist links und rechts genau an den Kanten vorbeigesprungen. Gehört man ja schon fast geschlagen. Deswegen sage ich ja, ach Alex. Guck mal, das ist noch eine geile Reichweite, oder? Und tot. Unter uns ist irgendwie wieder so ein Haus, oder? Kann das sein? So, was steht denn da? Alex Plate stürzt in den Tod. Ja, das was halt auch sonst als Todesmittel dasteht. Aber der kann wieder Schaden nehmen. Sehr gut. So, jetzt hätte ich gerne mal erstmal wieder mein Schwert, das nicht mehr da ist. Oh, warum das Goldschwert die Goldsachen? Oh, voll kacke, ey. Ist das da unten Hölle oder was ist das für ein Hintergrund? Ja, ist Hölle. Aber nur an der einen. Nee, nur an der einen Stelle, das ist nur eine Höhle. Das ist keine Hölle. Das ist nur an der einen Stelle. Dann Gold habe ich, also Gold habe ich noch. Was? Gold hast du noch? Ja, also Golderz halt. Das Goldschwert, die Kate irgendwie die Kane, alle Goldsachen, keine Ahnung warum. Das wäre echt dumm. Dann sollte man weniger sterben. Ja, das ist wohl korrekt. Obwohl das ist eigentlich schon wieder im Dunkeln. Da sind Amethysten. Hm? Ah, ja, stimmt. Lava. Wir gehen auf Nummer sicher. Ganz ja. Langsam und vorsichtig. So, perfekt. Wooden Arrow. Hier oben ist nichts mehr. Ich hab noch Amethysten vergessen, hast du Held. Ja, ich weiß, da bin ich reingekommen. Wollen wir da rechts runter in die Höhle? Ich weiß nicht, das ist viel Lava. Ach, verdammte so, Scheiße. Ja, das andere rechts, alles klar, ja, können wir machen. Wir können jetzt mal hier direkt unter uns in die Höhle, oder? Das ist nämlich auch noch Tin Ore. Ja. Und.
Alex, du bist Selbstmörder. Ja, keine Fackel. Also, was, alle deine Fackeln sind auch weg? Ja, die decayen irgendwie, frag mich nicht warum. Das ist irgendwie komisch. Ich seh's schon kommen. Ende der Aufnahme. Alex ist tot und wir beenden. Wir starben in Lava. Womit kann man eigentlich Obsidian abbauen? Mit einer Eisenspitzhacke. Ja sicher. Wie wenig Schaden mache ich denn bitte? Mit einer Eisenspitzhacke kann man schon Obsidian abbauen. Ich meine ja. Hätten wir vielleicht mal Obsidian abbauen sollen, weil damit kann man sich. Nee, ich glaube mit einer Goldspitzhacke erst. Hey, komm runter. Ach Mann! Danach in die Hülle unter uns, oder? Ich würde dann erstmal glauben, oh, da war dann wieder 8 GB voll. Ja, hab's gemerkt. Ich glaube, ich würde dann erstmal wieder in die Sicherheit der Heimat zurückkehren wollen. Und die okay. Meister davon sichern, dass wir zumindest nicht wieder alles verlieren. Okay, warte, warte. Du hast ja den Spiegel, warte dann. Ja. Dann nimm das Wichtigste mal mit. Hast du denn jetzt genug Holz und so zum wieder hochkommen? Du brauchst ja Holzplanken. Ja, das ist kein Ding. Das ist kein Ding. Ja. Was ist denn noch wichtig? Gold. Im Prinzip hast du alles Wichtige. Alles klar. Viel Spaß, hier kommt schon ständig ein Zombie runter. Danke. Dann mal, da helfe ich dir noch mit. So, das mach ich mir doch. Wir sehen uns oben, Sergeant. Tschüss. 1800 Feet. So gut. Oh, Pumpkins. Gimme Pumpkins. So, jetzt ganzen Spaß schmieden. Und ich versuche hier mal irgendwie zurückzukommen. Ich habe gar nicht so viel Ohr, oder? Doch, da oben ist noch mehr. 42 mal Tinbar. Bars, ne? Tungsten kann übrigens Meteorit abbauen. Und Eisen kann es nicht. Also ist ja Tungsten sogar noch stärker als Eisen. Ja. Wusste ich gar nicht. Das wusste ich jetzt mal ausnahmsweise. Eisen Plus sozusagen. Alter. Da habe ich echt. Nee, nee. Hast du jetzt schon wieder für einen Scheiß gemacht? Ich bin wieder irgendwo runtergefallen, hab gedacht, ich krepiere. Also nichts Neues, okay. Ja, genau. Nichts Nennenswertes. Ich bin ja gespannt und durchgerechnet, was das sein soll. Nein! Okay. Alex! Ja, ich bin nicht am Sterben. Nö, 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 nein, nein, ah, nein! Ich bin nicht am Sterben. Wie komme ich denn auf die Idee? Wäre ich am Sterben, dann wird da stehen, Alex Plate ist nicht gesprungen. Immer wieder. Ja, das ist eigentlich meine Haupttodesursache. Wir machen jetzt ein buntes Haus. Juhu! Okay, 1600 noch. Sieht geil aus. Tungstenhelm kann ich mir jetzt noch dazu machen. Sehr gut. Hast du noch einen Z-Bonus?
Ich will Tungsten jetzt machen erstmal. Da muss ich aber noch, brauche ich noch die Beine. Haben wir dafür genug? Ich glaube nicht. Wir haben nur 7 Tungsten. Wie viele Beine brauche ich? Ich glaube 10, denke ich. Ne, 15 glaube ich. Ja, oder sowas. Sieht stark danach aus, ja. Also wir haben jetzt 49 Gold, 63 Eisen, 72 Alu. Wir haben übrigens schon 4-mal die Featherfall Potion. Ich glaube, das Spiel wird uns was sagen. Ja, ja, glaube ich auch. Oh ja. Damit man ein bisschen mehr Zeit hat zum Denken, wo man jetzt verrecken will. Ne, du stirbst ja nicht, wenn du Featherfall Potion hast, kriegst du ja keinen Fallschaden mehr. Nicht? Ne, das ist wie so ein. Wie hier, was ich vorher hatte, diesen. Da. Ja. Den Regenschirm. Ja klar, jump da erstmal ein Skelett runter. Nein, 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 nein. Ja, toll, krepieren. Schon wieder. Ja, den Gang nach oben, das springt halt so nach unten 2 Stück. Was soll ich machen? Ja, du kommst doch jetzt wieder ran, oder soll ich dir helfen? Juhu, es ist Tag. I like it. Alles klar. Gut, dann habe ich in der 13. Folge auch schon mal Alex stirbt. Ja, dann weiß ich jetzt, für diese Folge ist das abgehakt. Ich habe mir jetzt auch die Hardcore-Season von PeteSweet angeguckt. Die ist nur 12 Folgen lang, das ist geil. Ja, die war echt nice, ohne Spaß. Weil irgendjemand hat's doch gesagt, ah, jetzt sterben gleich erstmal die ersten 4 oder so, es sind noch 2 übrig, also da sind wirklich noch 2 übrig, aber die leben halt auch nicht lang. Ja, Bram ist ja dann gestorben, weil er da runtergefallen ist und Pete hat sich dann selber umgebracht. Ja, weil er halt nicht allein spielen wollte. Ja, ist ja auch blöde. Sag mal, wenn es weniger als, also wenn es nur noch einer ist, dann kann man das, hätten sie das Projekt auch sagen können, okay, es beendet, allein spiele ich nicht weiter. Bist denn du noch? Bist du noch ein ganzes Stück weit unten? Ah ja, ich habe meine Sachen jetzt zumindest mal. Ja. Feet noch unter mir, meine Güte. Okay, wir haben uns einfach mal auch 500 Feet oder so gerade nach unten gebaut. Ja, eben. Ich sollte mal meine Kleidung vielleicht wieder anziehen. Wäre vielleicht ganz günstig, wenn du gerade wieder Schaden kriegst, Alex. Alex, das ist nur eine Fledermaus. Ich habe mein blödes Schwert immer auf dem falschen Hotkey. Ach Mann. Komm, lass uns mal hochgehen, damit wir heute erstmal beenden können. Ich habe nämlich Hunger. Ich muss mal was essen. Ja, ich auch so langsam. Mir hat nichts geholfen. Ja, oder so. Stimmt jetzt einfach. Ja, das war natürlich. Du bist total schlau. Oh! Sir Zombie. Jetzt kommt meine Fresse. Never ever! Jetzt Bam! Ach komm, ey. Ja, mach halt.
Nö. Mich verarschen eigentlich. Ja, jetzt ja schon wollte ich das wirklich verarschen. Berifuni. Du brauchst nochmal sterben, oder? Für die letzte Folge und so. Nee, ich bin in der Folge schon gestorben. Ach so, ja, wir haben ja noch den Hook, ne? Ja, aber. Als wären wir zu blöd, irgendwie den einzusetzen. Sind wir doch. Ja, wir machen es irgendwie nie. Ich habe übrigens noch eine kleine Verbesserung gemacht, ne, an unserem Hochweg. Mann! Welche denn? Unten so Dinger hingebaut. Ja, ja, die Platten, dass man halt einfach durchfahren kann. Okay. Oh ja. Hops, hops, hops. Hops, hops. Kannst hops. Dich doch porten. Warum sagst du mir das nicht gleich? Das ist gerade erst jetzt eingebaut. Mann, ich bin so deppert, ey, heute. Also, du bist heute vergesslich und ich bin heute ziemlich tot. Sag mal, weil ich gerade sehe, dass ja einer von mir Path of Exile spielt. Hast du dir das Spiel mal angeguckt, was jetzt bei Steam sozusagen verfügbar ist jetzt erstmal? Path of Exile. Exile, ja. Ja, soll ja so eine Art LOL-Klon sein anscheinend. Nein. Diablo. Diablo, genau, Diablo. Diablo nur ein besser, weil es gibt kein klassisches Währungssystem, es gibt kein Gold. Du kannst mit deinen, es gibt solche Steinchen, mit denen du irgendwas machen kannst, zum Beispiel, irgendwelche Farben ändern oder die Eigenschaften mal komplett neu ausrollen, die es hat sozusagen, weil es scheiße ist. Und das benutzt halt zum Bezahlen bei den Händlern auch, bei den NPCs und so. Okay. Ich guck's mir mal an. Das ist echt amüsant. Blödes Ei. Fällt mir übrigens ein, ich kann das Ei auf Cthulhu rufen. Ja, nein. Da hatten wir vorhin, oder habe ich das verloren vorhin mit? Ich kann wieder komplette Dingensrüstung machen. So. Warte, bevor ich die Aufnahme beende, möchte ich gerne noch was ändern. Ich muss mal kurz was bauen, von daher kann ich nicht ganz beenden. Oh, das waren vermutlich zu viele. Egal. So, jetzt kann ich die Aufnahme beenden. Ja, ich baue hier noch kurz das Haus fertig. Waitete, so. Ah, schießen. Ich baue noch das Haus zu Ende. Was denn? Pumpkinwand. Ja, wir haben so viele Pumpkins, ey. Da habe ich mir gedacht, da kann ich auch daraus die Wand bauen. Holz ist kostbar, Pumpkin nicht. Pumpkin wächst so schnell nach. Oh Mann. Ja, sie sieht doch ganz, ganz, ganz nett aus. Das Blaue da drin, die Wand finde ich geil. Das ist hier von diesen blauen Mushrooms, die Wand daraus. Die gefällt mir echt. Okay. Ich glaube, nur für mein Haus benutzen, wenn ich mir ein eigenes baue, sozusagen. Ja, sieht echt nicht schlecht aus. Zumindest so als Akzent sieht es echt geil aus. Ja. Mit den Kronleuchtern auch irgendwie. So, jetzt muss ich noch hier die Pumpkin, die falsch ist. So, unser Haus ist mal endlich fertig. Juhu! So, das war dann ein schönes Ende für die Aufnahmesession. Bis bald! Genau.